Genug getestet, es ist Auftakt in der Westfalenliga. Hassel ist in Bövinghausen zu Gast und nicht nur das Profitransferfenster überrascht einen in diesem Sommer. Denn ein weiterer Ex-Bundesligaspieler ist beim TuS verpflichtet worden. David Odonkor heißt nun ein weiteres Aushängeschild neben Kevin Großkreuz. Und während Odonkor erstmal auf der Bank sitzt, ist der Weltmeister von 2014 direkt in Aktion. Hier mit dem Freistoß und der landet butterweich auf dem Kopf von Haar. Keine 6 Minuten sind gespielt und da klingelt es schon im Hasseler Kasten. Das ging wirklich zu einfach. Haar setzt sich hier mit all seiner Regionalliga-Erfahrung und seinen 1,92 Meter durch und nickt ein zur frühen Führung. Und die Gastgeber wollen direkt zeigen, wieso die Ruhrnachrichten titeln, dass es fast eine Blamage wäre, wenn sie nicht aufsteigen würden. Ramadan mit aller Zeit der Welt und der sieht in der Mitte den freistehenden Rudolf. Das ist ja wie FIFA auf Amateurniveau. 2:0 durch den ehemaligen Junioren-Bundesligaspieler, der aber auch wirklich komplett unbedrängt einnicken kann. Da hat die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt. Und weiter geht es auch nur in eine Richtung. Die Hasseler Verteidigung kommt gar nicht zur Ruhe. Ball nicht ausreichend geklärt. Und am Ende kommt nochmal Ramadan zum Versuch. Gästecoach Inan meinte vor dem Spiel, dass sie keine Angst vor den ambitionierten Bövinghausenern hätten und langsam löst sich auch die Schockstarre der Gäste, Jesse, mit einem ersten Annäherungsversuch. Doch der Letztjahreserste der abgebrochenen Saison denkt gar nicht ans Verwalten der Führung. Schmeling setzt sich hier klasse durch und kann nur durch ein Foul gestoppt werden. Klarer Strafstoß, keine Frage. Und das ist eine Aufgabe für den Captain. Mützel tritt an und lässt Kosak im Gästetor keine Chance. Wunderbar ausgeguckt und über die ausgewogene Führung darf man dann auch mal so laut jubeln. Die Gäste müssen jetzt hier mal wirklich einen Fuß in die Tür bekommen, sonst endet das hier in einer Blamage. Das ist dem Team von Sven Thormann aber mal komplett Schnuppe. Kombinieren weiter munter nach vorne. Rudolf mit der Übersicht für den freien Bingel. Die spielen sich ja hier fast in einen Rausch. Das 4:0 durch Bingel, wie Großkreuz und Odonkor ja auch ein ehemaliger BVB-Spieler. Damit geht es dann auch in die Pause. Ein hochverdienter Halbzeitstand für den TuS. Die Gäste kommen jetzt jedoch mit Schwung und zwei neuen Kräften aus der Kabine. Nicht gut geklärt, das ist einer der neuen, Terzicic. Schöner Chip auf Gülgün, Keeper Seyfried hat jedoch aufgepasst. Und in der 78. Minute ist es dann soweit. David Odonkor bekommt auch noch ein paar Minuten und darf sein Können zeigen. Vor allem bekannt für seine schnellen Flügelläufe. Man erinnere sich ja gerne an die Vorlage 2006 für Neuwied gegen Polen. Erstmal sind aber die Gäste im Fokus. Kilic mit der Flanke und da steht Kodermann komplett blank und nickt ein zum Ehrentreffer. 1:4, 6 Minuten vor Schluss und das Tor haben sich die Hassler auch wirklich verdient, kamen in der zweiten Halbzeit besser in die Partie und hatten mehr vom Spiel. Die Bövinghausener hingegen interessiert das Gegentor jedoch recht wenig. Das ist Witt. Schöner Doppelpass zwischen ihm und Großkreuz und am Ende hat Witt noch die Kraft, das Runde ins Eckige zu buxieren. 5:1, der Deckel ist drauf. Die Gastgeber zeigen hier also nochmal, wieso sie als Meisterschaftsfavorit gelten. Klasse kombiniert. Das ist dann die letzte nennenswerte Szene in diesem Spiel. Bövinghausen gewinnt also souverän seine Auftaktpartie mit 5:1. Odonkor heute noch mit keiner Torbeteiligung. Ein nächster Versuch wartet für ihn aber schon am nächsten Wochenende. Da geht es zum Spitzenspiel nach Neheim.